Willkommen zurück bei Dishonored. Ich habe gerade noch mal ein Stündchen Zeit, da dachte ich mir, jo, kann man ja mal noch ein bisschen aufnehmen. Und ein bisschen weitermachen. Eigentlich eine große Gruppe an Ratten, was mit dem Robust, Tränke geben dir etwas mehr Gesundheit zurück. Okay. Ach ja, 4 von 8, das ist ja immer Kapitel. Ist das ein Gegner? Nee. Ist er nicht. Ich kann nichts sehen. Ich muss in einem Keller sein. Es gibt kein Krankenhaus, das sagte ich doch. Treiben Sie die Leute zusammen, weil es ein Heilmittel gibt? Es sind Stadtwachen. Die sollten doch die Leute beschützen. Ja, nee, so funktioniert das nicht. Sie beschützen die Gesunden vor Leuten wie uns, den Kranken. Mir geht es nicht so schlecht. Manche Leute überleben es, richtig? Oder nicht? Einer von 1000. Wahrscheinlich 10.000. Das Risiko gehe ich ein. Wenn ich hier rauskomme und es mir besser geht, werde ich mein Leben ändern. Ein Neubeginn. Ganz von vorn. Mach's gut, mein Junge. Seltsam. Sie sehen nicht krank aus. Sie sind kein Opfer und keine Wache. Vielleicht ein Geist aus dem großen Nichts? Alle paar Minuten kommt ein neuer Wagen. Wie viele wohl gestorben sind? Man sagt, ein Drittel der Stadt. Ich wollte es nicht glauben, doch dann sah ich selbst den Leichenberg. Sie haben uns einfach draufgeworfen. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich weiß, warum Sie es tun. Aber ich wollte zu Hause sterben. Ja. Mein Beileid. Ich kann diese Wörterei nicht mehr ertragen. Die Seuchenkarren kommen jetzt alle paar Minuten. Wir müssen nur aufspringen und damit wegfahren. Tolle Idee, Mann. Und was ist mit der Lichtwand am Rockshore geht? Werden gerastet. Darüber können wir uns Sorgen machen, wenn wir da sind. Oh, warte mal. Wäre schon nicht möglich. Na toll. Weiß nicht, warum nicht. Wir müssen uns entscheiden. Der Typ mit der Maske kam den ausgetrockneten Kanal hoch. Das Gebiet der... Moin. Aua, Alter, was ist dein Problem? Okay. Die lebenden Beine aus dem Kanal schuld. Alle 10 Minuten musste ich einen abstechen. Wie oft habe ich gesagt, dass nur Leichen abgeladen werden sollen? Alle anderen werden von der Seuche geplagt. Was geht am Tower vor sich? Jetzt sagt man, der Lautbeginn selbst hätte die Seuche verursacht. Ich verstehe es auch nicht. Sieht aus, als sei jetzt eine andere Gruppe an der Macht. Für uns hier unten, na, das ist nichts. Zweiter Punkt, die Infizierten. Siehst du gesund aussehende vom Wagen runterspringen? Da liegt ein bisschen wenn was. Von denen entkommen, haben wir 10-mal so viel Ärger. Kann sein. Aber wie soll ich das wissen? Ich töte Weiner und arbeite an der Barrikade. Soll ich jeden umbringen, den... Was ein Arschloch! Gib das an die Männer auf dem Seuchenwagen weiter. Das ist ihre Aufgabe, diese Bastarde abzustellen, bevor sie sie hier abladen. Ein weiterer Walöltank ist unterwegs. Wenn die Flutlichter wieder angehen, ist es deine Aufgabe, die Weiner zu sichten. Meinst du, das hilft? Dann kann ich alten Damen in die Augen sehen, bevor ich sie töte. Was meinst du, warum hier niemand lange durchhält? Ich kehre zur Zivilisation zurück. Oder was davon übrig ist. Bewahr einen kühlen Kopf, dann bist du auch bald ein Stelzenläufer. Ich gebe mein Bestes. Leg ein gutes Wort für mich ein, ja? Mhm.
Okay, da drüben, die Gebäude sind begehbar. Das da. Wo kommt eigentlich das Licht her? Das ist alles von da? Okay. Zu essen hier. Und das nächste Gebäude. Guck mal, da können wir uns nämlich hocharbeiten. Ja, man könnte auch natürlich oben auf dem Wagen mitfahren. Aber ich glaube nicht, dass das so schlau ist, weil oben auf dem Wagen, das Problem ist ja, da vorne ist eine Elektrowand. Und die ist ja nicht aus. Ah, also ist jetzt nicht so als verschlossen. Ist jetzt nicht so, als ob wir es so viel bringen, ne? Aber guck mal hier. Das sieht schon besser aus. Da ist einer der Wachen gestorben. Euch irgendwie mal so ein bisschen hey, sind durch. Easy. Das ist wieder Elektro. Aber das ist nicht mehr mein Problem. Nice. Okay, das lief besser als erwartet, wenn ich ehrlich bin. Alte Kanalisation von Dunwall. Okay, hier gibt es wieder einiges. Vor allem ist hier gefühlt alles zerfallen. Und da oben. Scheiße. Tut mir leid, aber die sind verseucht.
Ja, jetzt bin ich auch hier. Warte mal. Doch hier unter. Da ist es doch. Also manchmal backt man irgendwo fest, das ist super. So. Linker Kämpfer, gezogene Waffen verlangsamen dich nicht. Gezogene Waffen verlangsamen mich? Wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hör doch hier irgendjemand laufen. Nö. Okay, da ist der Kanalisationseingang. Wir gucken uns auch mal hier links nochmal um, wo die Typen jetzt herkamen. Hier gibt es aber nichts weiter. Okay. Ja gut, dann. Auf in den Kanal. Der da vorne lebt noch. Wünschte, ich hätte einen letzten Schluck Whisky. Du bist der maskierte Kerl, der all die Lords und Ladies getötet hat. Du kommst hier nicht durch ohne den Kanalisationsschlüssel. Gib nur einen Ort, wo du an den Schlüssel kommst, und ich würde da nicht nochmal hingehen. Nicht für alles Gold im Dunwall Tower. Nicht nochmal. Vielleicht hättest du aber mehr Glück. Jemand hat uns in der Destillerie angegriffen. Mit den Ratten. Ich weiß, das klingt verrückt. Dann rannte es wieder in die Kanalisation. Wir kamen hier runter, um es zu töten. Slackjaw ging voraus. Lief schief. Ich konnte gerade so entkommen. Weiß nicht, was mit Slackjaw ist. Er hatte den Kanalisationsschlüssel. Okay. Erst Nebel. Dann Ratten. Ratten überall. Slackjaw jagte sie. Tiefer in die Kanalisation. Nice. Ja, was soll's, wa? Gehen mir diese Viecher auf den Sack. Dann hänge ich jetzt hier wieder fest. Da geht's runter. So. Und da ist ein Knochenartefakt drin. Okay, müssen wir uns ein bisschen umgucken. Oh.
Och Mann, ey. Ganz schön eng. Hoppala. Das war echt eng. Geht langsam vorwärts hier, aber irgendwie mal gucken, was mit Slackjaw ist. Das ist die Lumpengräfin. Ich werde das hässliche Fett und all die Sehnen abkochen und ein schönes Lied in deine Knochen schnitzen. Hallo! Ist da jemand, der diese... Stärker als Knochen, ein Schädel voller List und Tücke, Walgalle, Knochenhaufen, abgekratzt, weiß poliert, entzündetes Feuer, brutzelndes Fett, große schwarze Klumpen, Laich, Brenne, Federn, okay. Die Hexe töten kann. Ich kann dich reich machen. Ruhe jetzt. Die Lumpengräfin muss ich sammeln. Da ist mein Liebster. Bist du bereit, mir mit Slackjaws Knochen zu helfen? Die Lumpengräfin hat ein paar Geschenke für dich. Ich habe sie verwahrt, falls du zurückkommst. Nee. Willst der Lumpengräfin nicht helfen? Nun, ich bin enttäuscht. Du gehst besser. Du mieser Betrüger. Du bist auch hier unten. Könntest mir wenigstens helfen. Hast mich kräftig betrogen, maskierter Mann. Und hast außerdem die Kaiserin getötet. Oh ja, Corvo. Das erzählt man sich überall auf der Straße. Bin mir nicht ganz sicher, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich mir aber sicher. Bring die Lumpengräfin um. Ich mag die Alte nicht, oder? Och Mann. Keiner von beiden hat mir halt wirklich was getan. Oder die Lumpengräfin. Ich weiß nicht, was die hier gerade veranstaltet. Ja, komm. Nee, komm. Hast du dich etwa umentschieden? Was für ein Gentleman du bist, der Lumpengräfin beim Kochen zu helfen. Wir werden heute Abend gut essen, Geliebter. Erst musst du ihn töten, damit er nicht aus dem Topf herauskriecht. Was machst du da? Hör zu, Corvo, hilf ihr nicht! Sie darf mich nicht töten! Du Erst kannst alles du haben, abstechen. Was dir gehört! Geld, Whisky, den Schlüssel zur Kanalisation, was du willst! Was machst du da? Du hilfst ihr? Die ist total bekloppt. Ich kann dich belohnen. Was willst du? Geld? Waffen? Oh nein, das tust du nicht. Ich werde dich töten und dein Herz zum...
Stück verzehrt. Sieh dich um. Da ist ein Eb. Mit dem Bild eines jungen Mädchens. Das ist sie. Zerstör ihn im Ofen. In ihren Büchern steht, dass sie der einzige Weg, sie zu töten. Ich weiß nicht. Stein sieht nicht aus wie sie. Okay. Und fackeln wir sie jetzt ab? Ist das alles, was du kannst, Liebling? Das reicht nicht. Knochen des großen Leviathans, beschützt mich! Wow. Du denkst, dass du ihn retten wirst? Ist es nicht wert. Nun wird die Lumpengräfin dich töten, wie all die anderen. Es klappt am besten, wenn ich dich bei lebendig. Okay, wilde Geschichte. Willst du was Lustiges hören? Als wir noch Kinder waren, hatten wir alle Angst vor der Lumpengräfin. Dachten, sie wäre eine böse Hexe. Dann wurden wir älter und merkten, dass sie nur eine traurige alte Dame ist. Aber wir hatten beim ersten Mal recht. Ist das nicht lustig? Bin dir was schuldig. Das hier reicht nicht, ist aber alles, was ich habe. Viel Glück, Corvo. Gutes Geld. Ja, also ich hätte mich für eine Seite entscheiden müssen, so wie ich das sehe. Und ich muss ehrlich sagen... Mehle. Das war nicht die schlechteste Idee. Mach mal aus, das Feuer. Okay, da oben gibt es ja noch eine... Oh. Karte, Sextant, Bolzen. Ah, Schrein ist hier. Du entdeckst immer so interessante Orte, Corvo. Und jetzt im Auge des Sturms zwischen der Lumpengräfin und dem Mann, der sein ganzes Leben verbrachte, mit einer Klinge in der einen Hand, einer Flasche in der anderen. Den überschwemmten Ruinen entronnen und dann wieder zurück zum Pub, wo du Emily zum letzten Mal sahst. Wo ist sie jetzt? Wie fühlt es sich an? Betrogen von deinen Verbündeten. Merkwürdig, wie man immer wieder ein Stückchen Unschuld verlieren kann. Und Daud, der Mann, der die Kaiserin getötet hat? Du hattest ihn schon in deiner Hand, aber du hast ihn entkommen lassen. Du faszinierst mich. Entkommen lassen? Ich habe ihn nicht entkommen lassen, ich habe ihn gehen lassen. Das ist ein großer Unterschied. Hallo. Hör doch mal auf, mit der Wand zu kuscheln. Okay, ich erstick, weil ich gehe mit der Wand kuscheln. Okay, wo ist der Typ hin? Nicht mein Bier.
Ich sagte dir doch, die Dinge nicht rauslassen. Ich sagte es dir doch. Artefakt vergessen. Ich habe von einer Bande gehört, die sich wie Walfänger von der Ölraffinerie. Haben Sie meinen Mann gesehen? Die Leute sagen, sie praktizieren schwarze Magie. Nun ja. Habe ich halt noch ein Artefakt vergessen. Das ist so. Es war schade, aber. Vielleicht Ärzte von den anderen Inseln. Das glaube ich nicht. Für einen Monat der Netze. Warum bin ich noch unversehrt? Alle anderen werden von der Seuche befallen. Hallo? Hallo? Wer ist mit Klettern? So, Knochenartefakt. Keine Ahnung. Was da? So eine Verbesserung oder was? So, wir haben ja 3 Runen. Heißt, wir können natürlich zum Beispiel Vitalität noch einmal upgraden. Ein bisschen Lebensregeneration. Nicht? So, raus aus der Kanalisation. Und zum Horn Pits Pub. Ein Gemälde haben wir verpasst. 2 Knochenartefakte auch. Campbell, den Weiner, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Egal. Du bist zum Horn Pits Pub zurückgekehrt, um dort nach deinen alten Verbündeten zu suchen und um herauszufinden, was sie mit Emily gemacht haben. Aber, bevor wir weitermachen, ist ja bei Ende für heute. Also, wenn ihr wollt, lasst ein Like da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.